Leider ein ziemlich großes Tableau noch, das heute zur Einigung ansteht. Es sind gestern auch noch viele Themen noch mal neu aufgemacht worden. Insofern haben wir jetzt sehr viel Arbeit noch vor uns. Jetzt muss konzentriert mit einem konstruktiven Ansatz gearbeitet werden, wenn wir ein Sondierungspapier zusammenkriegen wollen, das alle tragen können. Der Wille, konstruktiv voranzukommen, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Jedenfalls war das, was ich gestern beobachtet habe, ausbaufähig. Jetzt müssen wir schauen, dass wir heute zusammenkommen und dass jeder sich seiner Verantwortung bewusst ist. Neue Dinge wieder zu öffnen, die bereits konsentiert waren, hilft jetzt keinem weiter und bringt einen enormen Druck auf den Zeitplan. Das muss jedem bewusst sein. Die FDP verhandelt hier konstruktiv. Wir sind auch nicht borniert und engstirnig. Wir sind jederzeit in der Lage, uns Kompromissen zuzuwenden. Wir haben unsere Position deutlich gemacht und haben uns bisher sehr detailliert an die Dinge gehalten, die in den letzten Tagen vereinbart worden sind. Ich habe den Eindruck, wir waren vorgestern in der Landwirtschaft weiter, als wir es gestern waren. Es sind auch neue Themen auf das Finanztableau gekommen, die die letzten Wochen keine Rolle gespielt haben. Das macht es alles nicht einfacher, denn die Aufgabe war ja, die Dinge herauszufiltrieren, die man einigen kann, um am Ende einige zentrale Fragen zugespitzt offen zu halten. Das wäre Arbeit genug. Jetzt haben wir eben noch mehr zu tun, aber wir sind bereit, hart zu arbeiten. Was machen Sie mit dem Soli? Ich habe immer gesagt, die Spielräume sind ausreichend. Wir können auch nicht nur die Gelder in den Blick nehmen, die an zusätzlichen Einnahmen kommen, sondern wir müssen auch den Bundeshaushalt durchforsten und schauen, was wurde in der Vergangenheit beschlossen, was nicht unbedingt notwendig ist. Der Staat hat in den letzten Jahren mehrere hundert Milliarden Euro zusätzlich eingenommen und der Solidaritätszuschlag muss jetzt auslaufen. Das ist versprochen worden. Im Übrigen ist es auch eine Aufgabe der Politik, verfassungskonforme Zustände herzustellen. Die Begründung für die Sonderabgabe fällt weg und damit muss die Abgabe auch wegfallen. Wie man das im Haushalt darstellt, da sehe ich gute Einigungsmöglichkeiten. Die FDP hat sich immer offen gezeigt, auch für humanitäre Lösungen, aber wir müssen auch mit haushaltspolitischer Vernunft und auch auf die Wünsche der Bevölkerung Rücksicht nehmen. Wir können nicht hier Dinge beschließen, die in Deutschland nur dazu führen, dass der Extremismus gestärkt wird. Und deswegen sind wir zu einer sachlichen, aus humanitären Gründen heraus fundierten Lösung bereit. Aber wir wissen unseren Wählerauftrag und nehmen den auch sehr ernst. Und das ist in diesen Zeiten, in denen wir eine rechtsextreme Partei im Deutschen Bundestag haben, auch das Gebot der Stunde. Eine Frage, ist eine Verlängerung für Sie vorstellbar? Was meinen Sie mit Verlängerung? Also, dass es eben morgen früh nicht zu Ende ist, beziehungsweise, dass man jetzt dann tatsächlich das Wochenende noch nutzt. Ich glaube, man sollte jetzt offen und konstruktiv in die letzten Stunden gehen. Wir haben das Ziel, dass es eine Einigung geben kann. Ich sehe auch die Möglichkeit dazu. Ich bin weiterhin optimistisch. Und deswegen wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn wir das heute nicht schaffen. Wir wollen das schaffen. Die nächsten 24 Stunden müssen es weisen, die letzten Streitpunkte zu klären oder auch nicht zu klären. Für uns als Freie Demokraten ist wichtig, dass wir eine solide Grundlage dafür bekommen, eine neue Politik in diesem Land zu machen. Wir wollen einen Aufbruch, wir wollen eine Koalition der Chancen für die Menschen in Deutschland. Und dann muss man jetzt schauen, ob genug Bewegung da ist oder sich das Ganze im Hickhack der letzten Tage versandet. Haben Sie auch mal darüber gesprochen, welche gemeinsame Überschrift man haben könnte? Ja, für uns ist das eine Chancenrepublik. Die Frage, in einer Zeit, in der viele Menschen verunsichert sind, in der internationale Unsicherheiten existieren, in diesem Land jeden teilhaben zu lassen, jeden stark genug zu machen, eine starke, stabile Wirtschaft zu organisieren mit zukunftsfähiger Arbeit, sodass wir mit Zuversicht, mit Mut in die Zukunft gehen können. Chancenrepublik, das ist eine schöne Vision. Die Liberalen sind grundoptimistisch und sagen, wir werden das hier heute schon schaffen. Das sieht bei anderen Beteiligten etwas anders aus. Ich habe mich mit einigen Grünen unterhalten. Das war ganz interessant, denn die haben gesagt, also Donnerwetter, die letzten Wochen, wir haben gedacht, dass man hier an der Sache arbeitet und zu Kompromissen kommen will. Wir sind diese Form gar nicht gewohnt, dass sich alles auf eine letzte Nacht fokussiert. Das ist aber typisch Angela Merkels Verhandlungstaktik, eben nachts dann
in der letzten Nacht unter Zeitdruck eben die dicken Brocken abzuräumen. Und das sind die Grünen eben gar nicht gewohnt, haben sie gesagt. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass von Seiten der Bündnisgrünen auch schon seit Tagen die Idee im Raum rumwabert, dass man vielleicht noch das Wochenende nutzen müsste, wenn man nicht zu Potte kommt heute Nacht. Aber das will weder die Kanzlerin, das will die FDP nicht. Und so wird es dann wahrscheinlich auch nicht kommen. Das muss dann heute Nacht irgendwie stehen. Aber eins ist klar, Chancenrepublik kann es nur geben, wenn man Lösungen findet. Und interessanterweise ist das Ganze vor allen Dingen auch festgefahren bei dem Thema Migration, Flüchtlingsnachzug. Da hat die Union ja einen mühsamen Kompromiss gefunden nach dem Streit der vergangenen Jahre. Aber die Grünen sagen, so geht es nicht. Wir stehen da im Wort. Wir wollen auf jeden Fall auch den Familiennachzug ermöglichen, auch für subsidiäre Flüchtlinge, die also nur kurze Zeit hier in diesem Land verweilen sollen. Aber auch die sollen ihre Familien nachholen. Das ist ein Kernelement, wurde mir noch mal versichert. Da werden wir drauf beharren, wenn das wirklich so kommt. Die CSU sagt das nämlich auch, dann sehe ich ein großes Problem für heute Nacht.